krass. Okay, da, jetzt sind wir wieder da, wo wir damals immer waren. Die ganzen Kovangas verprügeln. Ja, gut. Kann ich natürlich alles lesen. ich glaube, ich habe sogar am Anfang schon Skills gehabt, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Das kommt natürlich darauf an, wo der Skill-Bildschirm ist. Da ist eine Giftbox, die öffne ich einfach mal. Und das Level ist natürlich zu low, das wäre auch zu schön und so. Ja, gut. Wo ist denn der... Okay, Level 2, das dürfte ja nicht allzu weit entfernt sein. Das meinte ich sogar. Increase Physical Attack by 10%. Okay, das sind die Moves, das sind die Buffs. So, increase Skill Power, reduce EP Cost. Aber das sind Dingens, ne? Oder? Oder nicht? Nein? Nein? Okay. Ey, das regt mich gerade auf. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Vorsicht, Freundchen. Das Ding ist, ich will es gerne da unten in die Leiste haben, aber wie? Denn anscheinend besitze ich ja die Skills. Boah, ist das wieder AIDS. Meine Güte. Natürlich. Machen wir einfach mal so. Ja, natürlich. Klar. Komm, machen wir so. Sehr gut. Also, dann wollen wir wieder ein bisschen hunten. Und Beute gibt es ja genug. Schön. So, dann können wir auch gleich mal die Buffs testen. Ja, okay, greif nicht an. Ja, das ist natürlich noch teilweise ein bisschen verbuggt. Denn, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon war, der Schaden wird direkt abgezogen. Verpiss dich! Verpiss dich, habe ich gesagt! Er klaut mir einfach den Bastard weg. Ja, okay, wie viele Leute rufen heute Shenlong, Alter? Boah, das ist aber gerade extrem kontrastarm. Ach, arm. Kontrast überflutet. Also ich meinte, es ist verbuggt, denn sobald man den Skill benutzt, wird sofort der Schaden abgezogen, obwohl man den Schlag noch gar nicht gelandet hat. Oh wow, du hast es geschafft! Ich sehe ein Talent hervorheben. Ich muss den Bewohnern von dir in Kokora Village erzählen. Du musst ein Genie sein, haha. Ja, kann ich lesen. Ich bin nicht die einzige Person, die dich gerettet hat. Außerdem ist es Lehrer Plush in Kokora Dorf. Es ist alleine, wenn du da alleine hingehst, wird es. But. Es ist okay, es ist meine Fresse, es ist gefährlich, wenn du da alleine hingehst, aber du wirst okay sein, weil du Kovangas einfach fangen kannst, weil das ja natürlich die heftigsten Gegner überhaupt sind. Was ist jetzt passiert? Hallo? Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da direkt hinteleportiert werde.
Beim besten Willen nicht. Okay, warte mal. Ich versuche mal gucken, ob ich, wenn ich die Grafik auf Standard stelle, ob sich das dann irgendwie bessert. Joa. Joa. Schon. Joa. Ein bisschen heller. Aber so soll das Spiel mal aussehen. Okay, das ist schon besser. Okay, hallo. Teacher Plush. Hast du dich erholt? Ja, da war ein Roboter, der dich gerettet hat, als du ohnmächtig warst. But jetzt kannst du dich ja ausruhen. Ich habe schon wieder Bad gesagt. Nahe dem Eingang von Kokoradorf gibt es einen mysteriösen Popostein. Einer Legende nach ist der Stein verlinkt mit... Okay, mit dem Himmel. Also beziehungsweise mit dem Paradies, wie auch immer. Dem Tod. Aber ich bin nicht genau sicher. Leute, die in diesem Dorf leben, sind mit diesem Stein verbunden. Wenn du gefährlichen Tieren außerhalb des Dorfes begegnest und stirbst, dann kannst du dich zum Popostein teleportieren. Weißt du was, der Gefallene? Geh zum Popostein und ordne dich dem Stein an, sodass dein Ort hier gespeichert wird. Okay. Warte mal. Aha. Das war jetzt aber noch nicht angenommen, oder? Nein. Und das erste auch nicht. Was auch immer das ist. Ja, genau. Milkman Rotten. Ja, schmeiß mir einfach ein paar Buchstaben in den Kopf, die ich nicht lesen kann. Ja, ein paar Sachen werden sich wohl nie ändern. Meine furchtbare Art, Sachen zu kommentieren, unter anderem. Aber was ist da hinten? Teleporter. Ah, das ist wahrscheinlich, wo der Typ was gemacht hat. Hallo, ich komme vom Planeten Yadrat. Ja! Auf sowas habe ich gewartet. Son Goku hat die momentane Teleportation auf dem Planeten Yadrat gelernt. Hallo, ich komme vom Planeten Yadrat. Mein Name ist Turkele. Durch unsere Spezialtechnik kannst du dich schnell vom einen Platz zum anderen bewegen, egal wie weit es weg ist. Aber es gibt eine Bedingung, die du erst erfüllt haben musst. Du musst vorher in dem Ort gewesen sein, wo du dich teleportiert hast. Momentan bin ich mit Corin Village. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf Meister Quitte angespielt ist mit Corin, das weiß ich nicht. Aber ich sag einfach jetzt, momentan bin ich schon mit Korindorf als Kehlin. Warte, was? Achso, ich bin momentan mit dem Korindorf verbunden, weil dort Kehlin mich gut kennt. Also treffe Kehlin und komm dann zurück zu mir. Also er wird mich dahin teleportieren und es ist gratis, okay. Von mir aus. Wie funktioniert das? Ja, wow, ich wünsche dir eine schöne Reise. Wie funktioniert das? Vielleicht kann es er mir zeigen. Ich glaube, er weiß es selber nicht. Ah, warte, da war doch was. Aber das ist eher ein Ding. Eine Sprechblase. Ja, das ist natürlich toll, ne? Ich bin mehr oder weniger genauso clueless wie eh und je. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es hier irgendwo eine Kapselmaschine gibt, wo man sich ein Haustier ziehen kann. Und danach werde ich jetzt suchen. Und der Typ kann fliegen, das ist cool. Upgrade Merchant Building 9. Ah, da hinten, oder? Pet Machine, genau die wollte ich. Hoffentlich ziehe ich keinen Heslon. Draw. 150.000 Seni? Ich habe 28. Also. Wow. Also ich finde das gerade krass. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich bei meinem letzten Run ein Haustier hatte. Aber wie viel Geld soll ich denn besessen haben? Anscheinend ist das dann nicht wirklich viel, nur am Anfang halt.
Ja, ich gehe erstmal zum Popostein. Das ist natürlich das Beste. Da ist er auch schon. Hep. So, und die Kleidung will ich auch wieder. Ja, sehr gut. Jetzt können wir zu dem Typen zurück, denn using a teleporter habe ich gerade keine Ahnung wie. Und Bohnensalber ist etwas weit weg. Ja, Popostein. Hast du es geschafft? Gut. Du kannst außerdem kabelloses Popo kaufen, was dir die Fähigkeit gibt, dich sofort zum Popostein zu bewegen. Wenn du weit weg von vom Dorf bist und verloren, dann kann es helfen, um deine Schwierigkeit einfacher zu gestalten. Quest succeeded. So. Dann. Ja, ich bin eigentlich jetzt schon lost, wenn man so will. Also ich habe das Spiel seit Ewigkeit nicht angerührt und so. Farmer Peter! Ja, wie geil! Den haben sie richtig gut hingekriegt. Was geht denn da ab? Der Wald brennt oder was? Oh. Das ist einfach wohl eine optische Täuschung. Goten Black 99. Ist das dein Ernst? Hier sind doch schon Bienensalbers, oder zählen die nicht? Muss ich unbedingt die aus dem Gebiet holen? Werden wir feststellen. Und doch, die zählen. Gut. Ich weiß nicht, an welchem Spiel das war, aber da muss man exakt in den Bereich gehen. Fick dich.